Ja, dann darf ich zum zweiten heutigen Vortrag einleiten, den Frau Dr. Elisabeth Meyer halten wird. Frau Dr. Elisabeth Meyer studierte Musik- und Theaterwissenschaften an der Universität Wien und promovierte 1973. Parallel schloss Frau Dr. Meyer das Klavierstudium am Konservatorium in Wien mit der Lehrbefugnis und der künstlerischen Reifeprüfung ab. Über 10 Jahre hindurch war sie wissenschaftliche Mitarbeiterin der Musiksammlung der Österreichischen Nationalbibliothek. Von 1981 bis 2005 war Frau Dr. Meyer wissenschaftliche Mitarbeiterin der Kommission für Musikforschung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Seit ihrer Pensionierung ist sie dort ehrenamtlich tätig. Von 1987 bis 2005 war sie Geschäftsführerin des Anton Bruckner Instituts in Linz. Für die Wiener Katholische Akademie ist sie seit 1993 tätig und seit vielen Jahren als Präsidentin. Ein spätes Studium der Fachtheologie schloss sie 2006 mit einer Diplomarbeit über Therese von Lisieux als Kirchenlehrerin ab. Frau Dr. Meyer ist Gründungsmitglied der Edith Stein Gesellschaft Österreich und war bis gestern Präsidentin dieser und ist nun Vizepräsidentin. Und auch an dieser Stelle noch einmal herzlichen Dank dafür. Der Schwerpunkt Ihrer Publikations- und Vortragstätigkeit liegt neben Edith Stein auf der Bruckner-Forschung. Damit zum Titel des Vortrags: Auf der Suche nach der Harmonie, Edith Stein und die Kunst. Bitte sehr. Sie wissen ja, ich halte es im Leben mit der Kultur und in der Kunst mit der Schönheit. Und in beiden suche ich so etwas wie Harmonie, schreibt Edith Stein in einem Brief an Roman Ingarden, den sie am 5. Jänner 1917 begonnen und eine Woche später weitergeschrieben hat. Konkret handelt es sich bei dieser Mitteilung um ein Urteil über den Roman »Die Bauern«, entstanden 1904 bis 1909 von Wladyslaw Rimond, für den sein Autor 1924 den Literaturnobelpreis erhalten hat. Dieses Buch, das Ingarden ihr geschenkt hatte, entsprach nicht dem Geschmack und den künstlerischen Vorstellungen Edith Steins. Und sie begründet dies auch selbst, ich darf sie zitieren: Stoff und Darstellung sind mir doch zu roh, brutal würden sie sagen, als dass ich einen rechten Genuss daran finden könnte. Sie wissen ja, ich halte es im Leben mit der Kultur und in der Kunst mit der Schönheit und in beiden suche ich so etwas wie Harmonie. Dieser Aussage lohnt es sich doch nachzugehen, obwohl es nicht viele Äußerungen Edith Steins über ihre Beziehungen zur Kunst gibt. Die wenigen Hinweise, sie umfassen einige wenige Zeilen, finden sich in ihrer Autobiografie und in den Briefen. Doch die Spurensuche lohnt sich in jedem Fall. So ist mein heutiger Vortrag tatsächlich eine Spurensuche, denn mit dem Thema Edith Stein und die Kunst hat sich erstaunlicherweise noch niemand beschäftigt. Ermutigt dazu wurde ich durch Hanna Barbara Gerl-Falkowitz. Sie hat mir allerdings gestern bei unserer Vorstandssitzung mitgeteilt, dass das Grabmann-Institut in München vor kurzem eine Dissertation zu genau dem Thema vergeben hat. Sie hat sich über diese Dissertation aber sehr wild geäußert. Ich hoffe, mein Vortrag fände ein bisschen mehr Gnade vor ihren Augen. Bei dieser Spurensuche werde ich den Schwerpunkt auf die Musik legen, nicht nur weil sie mir von meiner Ausbildung her am nächsten steht, sondern weil sich Edith Stein in den uns hinterlassenen schriftlichen Äußerungen am konkretesten über ihre musikalischen Vorlieben ausspricht. Diese Fundstücke werfen auch ein bezeichnendes Licht auf Edith Steins Suche nach der Harmonie. Und wir dürfen hier für Harmonie
ruhig einen anderen Ausdruck einsetzen, nämlich Transzendenz. Zunächst müssen wir uns fragen, welchen Anteil hatte die Kunst im weitesten und umfassendsten Sinn an der Erziehung Edith Steins? Zunächst zur bildenden Kunst. Der Zug zur bildenden Kunst war in unserer Familie im Vergleich zu Literatur und Musik wenig ausgebildet, schreibt Edith im Rückblick in ihrer Autobiografie und schränkt so den Radius unserer Untersuchungen gleich selbst ein. Ist in diesem Fehlen, so wage ich zu spekulieren, vielleicht ein später Nachklang des alttestamentlichen Bilderverbots verborgen und hat deshalb die tieffromme Mutter Stein keinen Wert auf die Auseinandersetzung ihrer Kinder mit der bildenden Kunst gelegt. Dennoch war Edith aber zeitlebens durch große Kunstwerke ansprechbar und zutiefst erschüttert, so etwa von einer Figurengruppe im Liebigschen Institut in Heidelberg, das sie mit Pauline Reinach besichtigte. Edith schreibt hierüber: Pauline führte mich am Main entlang in das Liebigsche Institut, wo Myrons Athena steht. Aber ehe wir zu ihr gelangten, kamen wir in einem Raum, wo von einer flämischen Grablegung aus dem 16. Jahrhundert vier Figuren aufgestellt waren. Die Mutter Gottes und Johannes in der Mitte, Magdalena und Nikodemus an den Seiten. Das Corpus Christi, ich zitiere hier wörtlich, war nicht mehr vorhanden. Diese Figuren waren von so überwältigendem Ausdruck, dass wir uns lange nicht davon losreißen konnten. Und als wir von dort zur Athena kamen, fand ich sie überaus anmutig, aber sie ließ mich kalt. Erst viele Jahre später hatte ich bei einem erneuten Besuch den Zugang zu ihr gefunden. Da darf ich ein ganz aktuelles persönliches Erlebnis einflechten. Ich war vor kurzem in Bologna und dort haben wir, da gibt es einen Künstlerkreis in der Emilia-Romagna, das sind fast unbekannte, ganz tolle Maler und Plastiker. Und wir haben dort drei lebensgroße Grablegungsgruppen gesehen, die von einer theatralischen, erschütternden Wirkung waren. Eine schreiende Maria Magdalena aufgelöst in ihrem Schmerz, in der Mitte Johannes weinend, aber schon der reflektierende Theologe. Also in der Mitte als ganz ruhiges Zentrum der liegende tote Christus. Eine enorme Wirkung, fast wie eine Theaterszene in eigenen kleinen Kapellen. Da gab es in Bologna allein drei davon, die wir gesehen haben. Terrakotta, fast lebensgroß, 1,60 Meter. Und so eine Gruppe, zwar von einem flämischen Meister, hat Edith Stein dort im Museum gesehen. Auch 16. Jahrhundert. Und unmittelbar danach lesen wir: Ich habe das Heidelberger Schloss, den Neckar und die schönen Minnesänger-Handschriften in der Universitätsbibliothek gesehen. Und doch hat sich wieder etwas anderes tiefer eingeprägt als dieses Weltwunder. Eine Simultankirche, die in der Mitte durch eine Wand geteilt ist und diesseits für den protestantischen, jenseits für den katholischen Gottesdienst benutzt wird. Auch hier hatte sich also in Ediths Wahrnehmung die subjektive Akzentuierung und Sensibilisierung weg von der reinen Kunstbetrachtung hin zum geistlichen Inhalt bereits verlagert. Ob sie aber hier schmerzlich mehr die Trennung der Konfessionen empfand oder doch das gemeinsame, gleichsam ökumenische Dach über der jeweiligen Liturgie, das entzieht sich unserer Kenntnis. Ein von der Edith-Stein-Forschung meines Wissens noch ganz unbearbeitetes und vielleicht lohnendes Gebiet ist auch die Frage, inwieweit Edith während ihrer Aufenthalte in Beuron Kontakte zum berühmten Malermönch Willibrord Verkade, er lebte 1868 bis 1946, hatte, der an der Beuroner Kunstschule mitwirkte und diese auch zeitweise leitete.
Von ihm stammen unter anderem zwei Altarbilder in der Karmeliterkirche in Wien, die letzten beiden Altäre hinten. Er beschäftigte sich auch intensiv mit niederländischer Mystik. Es ist fast als gesichert anzunehmen, dass Edith mit ihm und seinen Arbeiten in Berührung kam, umso mehr, als er zur Zeit ihrer Aufenthalte in Beuron der Gastpater war. Am 28. April 1935, schon aus dem Karmel in Köln, schreibt Schwester Theresia Benedikta schließlich an die Künstlerin Hedwig Dülberg über einen von dieser gestalteten Teppich mit einer Pietà. Und es klingt wie ein abschließendes Resümee zu diesem Thema. Ich bin weder Künstler noch Kenner, nicht mal im üblichen Sinn Kunstliebhaber. Gewiss habe ich manches Schöne gesehen und es gibt Werke, die ich wirklich lieb habe. Aber ich war doch immer zu sehr mit anderen Dingen beschäftigt, um Ex-Professor Kunst zu studieren. Gehen wir zur Literatur. In der Familie Stein wurde viel gelesen und das Theater besucht. Schon in der Gymnasialzeit besuchte Edith den Literaturzirkel eines Fräulein Freihahn. Und während ihres Universitätsstudiums, das unter anderem Germanistik umfasste, stellte Literatur einen Schwerpunkt ihrer Beschäftigung dar. Auch hier fällt die außerordentliche Beeindruckbarkeit Ediths durch das Gelesene auf. Ich erinnere mich an eine Zeit, in der die Sonne erloschen schien. Es war wohl im Sommer 1912, als ich den Tendenzroman Helmut Haringer las. Er schilderte das Studentenleben, den wüsten Betrieb in den Verbindungen mit ihrem unsinnigen Alkoholzwang und die moralischen Verirrungen, die daraus folgen, in den abschreckendsten Farben. Das erfüllte mich mit solchem Ekel, dass ich mich wochenlang nicht erholen konnte. Ich hatte alles Vertrauen zu den Menschen verloren, unter denen ich mich täglich bewegte, ging herum wie unter dem Druck einer schweren Last und konnte nicht wieder froh werden. Was hatte es mit diesem Roman, der Edith so verstörte, auf sich? Hermann Popert, dessen Autor, war ein Rechtsanwalt, Richter und Schriftsteller. Er stammte aus einer jüdischen Kaufmannsfamilie, studierte Jus in Straßburg und München, promovierte in Leipzig und war als Rechtsanwalt und Richter in Hamburg tätig. Als Mitglied der hamburgischen Bürgerschaft schloss er sich den Liberalen an. In den Jahren 1910-11 arbeitete er als Volontär in einem Münchner Verlag. Im gleichen Jahr veröffentlichte Popert seinen Roman Helmut Haringer, eine Geschichte aus unserer Zeit für das deutsche Volk. Das Buch wurde ein Bestseller und erschien bis 1925 in nicht weniger als 310.000 Exemplaren. Der Held dieses Romans ist ein junger, blonder Ostfriese, ein Mitglied des Guttemplerordens, der gegen die Entartungen und Laster seiner Zeit, besonders den Alkoholismus und die sexuelle Ausschweifung mit ihrer Folge Syphilis, aber auch die Vermischung der Nordischen mit anderen, wie er sie nennt, minderwertigen Rassen zu Felde zieht. Fatalerweise wurde Helmut Haringer zu einer der Leitfiguren der deutschen Jugendbewegung und bereitete den zeitweisen Siegeszug des Völkisch-Germanischen mit vor. Die deftigen Schilderungen und wohl auch die ideologischen Verzerrungen dieses Buches, die Edith mit Ekel erfüllt und in eine Depression gestürzt hatten, konnten aber überraschend überwunden werden. Sie selbst schreibt hierüber. Bezeichnend ist, was mich von dieser Depression heilte. In jenem Jahr wurde in Breslau das große Bachfest gefeiert. Bach war ja mein besonderer Liebling und ich hatte eine Karte für alle Vorstellungen. Orgelkonzert, Kammermusik und einen großen Orchester- und Gesangsabend.
Ich weiß nicht mehr, welches Oratorium an diesem Abend zur Aufführung kam. Ich weiß nur, dass Luthers Trutzlied »Ein feste Burg« darin vorkam. Ich hatte es in unserem Schulandachten immer gern mitgesungen. Als nun so recht kampfesfroh die Strophe erklang, »Und wenn die Welt voll Teufel wär und wollt uns gar verschlingen«, so fürchten wir uns nimmermehr, es muss uns doch gelingen. Da war mit einem Mal mein ganzer Weltschmerz verschwunden. Gewiss, die Welt mochte schlecht sein. Aber wenn wir unsere ganze Kraft einsetzten, die kleine Schar von Freunden, auf die ich mich verlassen konnte, und ich, dann würden wir schon mit allen Teufeln fertig werden. Soweit Edith Stein, und auf dieses Bachfest kommen wir noch zu sprechen. Die Beschäftigung Edith Steins in ihrer Zeit als Assistentin Husserls und Dozentin in Münster mit der Literatur würde Thema für einen eigenen Vortrag bilden und sei deshalb, Sie gestatten, hier ausgeklammert. Auffallend ist stets, so viel sei hier gesagt, ihr scharfes und treffsicheres Urteil, ihr hohes Ethos, mit dem sie zum Beispiel die Verwendung mancher Werke für den pädagogischen Gebrauch prüft und die Sorgfalt, mit der sie Ratschläge erteilt. Doch nun wenden wir uns jener Kunstrichtung zu, die heute im Mittelpunkt unserer Überlegungen stehen soll, der Musik. Ihre Mutter hatte, so schreibt Edith in ihrer Autobiografie, in ihrer Jugend Klavierspielen gelernt und spielte noch im Alter manchmal den Straußwalzer Wein, Weib und Gesang. Gebrauchsmusik für den Tanz und die Unterhaltung hatten einen festen Platz im Leben der Familie Stein und verschönten verschiedene Feste. Man sang zur Laute, hierbei handelte es sich nicht um eine richtige Renaissance- oder Barocklaute, sondern um die sogenannte Gitarrenlaute oder Lautengitarre. Sie kombiniert den flachen Boden der Gitarre mit der ovalen Form der Laute. Und das ist das, was man als Zupfgeige im Volksmund bezeichnet hat. Und da gab es ja auch ein beliebtes Liederbuch, den Zupfgeigenhansel. Und das nahm man mit auf Ausflüge. An einem Band hat man das getragen, sehr malerisch, romantisch. Also das ist die damalige Laute der 20er und 30er Jahre. Sie spielte eine wesentliche Rolle in der Jugendbewegung. Im Hause Stein wurde bei Familienfesten und im Freundeskreis getanzt. Edith beherrschte sogar sehr gut den Linkswalzer. Man fabrizierte kleine Gelegenheitstheaterstücke, las sehr viel und ging viel ins Theater und in Opernaufführungen. Über ihre eigenen musikalischen Kenntnisse und wie sie sie erworben hat, schreibt Edith Stein kaum etwas. Doch dürfte sie im Klavierspiel doch einige Fähigkeiten besessen haben, über die sie aus Bescheidenheit kein Wort verliert. So lesen wir ihren Bericht über die Freundschaft mit zwei Vettern, Zwillinge, die aus ihrer oberschlesischen Heimat nach Breslau geschickt wurden, um das Gymnasium zu besuchen. Sie waren mehrere Jahre älter als wir und standen im 12. Jahr, als sie kamen. Sie glichen sich so, dass sie beständig verwechselt wurden. Wir aber konnten sie so gut unterscheiden, dass wir die Verwechslungen gar nicht begreifen konnten. Im Temperament waren sie sehr verschieden. Der lebhaftere und schlagfertigere schloss sich näher an meine Schwester Erna an, der ernstere und schwerfälligere an mich. Sie fanden sich gewöhnlich am frühen Nachmittag bei uns ein und wurden von uns mit der Frage empfangen, ob sie ihre Schularbeiten schon gemacht hätten. Wir taten das immer sofort nach Tisch, und ich hätte an nichts Freude haben können, wenn die kleinen Pflichten unerledigt auf mir gelastet hätten. Die Jungen nahmen es natürlich nicht so genau. Sie waren sehr musikalisch, und wir verbrachten viel Zeit am Klavier. Mit großer Geduld hielten sie uns zum Vierhändigspielen an. Ich wurde zu den Beethovenschen Symphonien herangeholt, obgleich ich es nie zu der geringsten Fingerfertigkeit bringen konnte. Als wir etwas älter waren, besuchten wir öfters zusammen Konzerte und Theater.
Die langjährige Freundschaft löste sich ohne jede äußere Veranlassung, als ich 16 Jahre alt war und anfing, das Gymnasium zu besuchen. Also wenn man Beethovensche Symphonien im Klavierauszug spielen kann, setzt das einiges an Kenntnissen voraus. Ich würde sagen, etwa in der normalen Ausbildung Mittelstufe, also das, was eine 13-, 14-Jährige können muss. Wie sie zu ihren Kenntnissen gekommen ist, vielleicht durch die Mutter, wir wissen das nicht. Gibt in der Autobiografie keinen Aufschluss. Ich würde mir erhoffen, etwas Aufklärung, wenn vielleicht die Nachlässe der Geschwister noch aufgearbeitet werden könnten. Eine knappe, aber sehr prägnante und aufschlussreiche Zusammenfassung ihrer jugendlichen musikalischen Vorlieben gibt uns Edith Stein selbst. Meine gymnasialen Jahre waren eine glückliche Zeit. In der Obersekunda kostete das Eingewöhnen noch einige Anstrengung. Die beiden Primen aber waren wie ein Spiel. Wenn wir nicht gerade einen Aufsatz zu machen hatten, war ich um 4 Uhr mit meinen Arbeiten fertig und hatte den Rest des Nachmittags frei für meine Lieblingsbeschäftigungen. Was ich damals an schöner Literatur las, war ein Vorrat fürs ganze Leben. Es wurde mir später sehr nützlich, als ich selbst Literaturunterricht zu geben hatte. Noch größere Freude als das Lesen machte mir der Besuch des Theaters. Wenn in jenen Jahren die Aufführung eines klassischen Dramas angekündigt wurde, so war mir das immer wie eine persönliche Einladung. Ein bevorstehender Theaterabend war wie ein leuchtender Stern, der allmählich näher kam. Ich zählte die Tage und Stunden, die mich noch davon trennten. Es war schon beglückend, im Theaterraum zu sitzen und zu warten, bis der schwere eiserne Vorhang langsam in die Höhe ging. Das Klingelzeichen ertönte, endlich die neue fremde Welt sich öffnete. Dann lebte ich ganz in dem Geschehen auf der Bühne und der Alltag versank. Nicht weniger als die großen Tragödien liebte ich die klassischen Opern. Die erste, die ich hörte, war die Zauberflöte. Wir kauften uns den Klavierauszug und konnten sie bald auswendig. Also auch wieder enorme Kenntnisse. Ebenso den Fidelio, der mir immer das Höchste blieb. Ich hörte auch Wagner und konnte mich während einer Aufführung dem Räuber nicht ganz entziehen. Aber ich lehnte diese Musik ab. Nur mit den Meistersingern machte ich eine Ausnahme. Eine besondere Liebe hatte ich für Bach. Diese Welt der Reinheit und strenger Gesetzmäßigkeit zog mich im Innersten an. Als ich später den gregorianischen Choral kennenlernte, fühlte ich mich erst recht heimisch. Und von hier aus verstand ich dann, was mich an Bach so bewegt hatte. Sehen wir uns nun Edith Steins musikalische Vorlieben etwas genauer an, indem wir ihren eigenen Worten und den darin zitierten musikalischen Kunstwerken nun folgen. Ich muss einen Augenblick mein Instrument stimmen. Sie schreibt, liebte ich die klassischen Opern, die erste, die ich hörte, war die Zauberflöte. Wolfgang Amadeus Mozart, 1756 bis 1791, hinterließ mit seiner letzten Oper, einem Singspiel, das am 30. September 91 im Wiener Freihaustheater aufgeführt wurde, ein Welttheater voller Poesie und Tiefsinn, in dem sich Kinder ebenso zurechtfinden wie Philosophen und Mythenforscher mit dem Reflektieren nie an ein Ende kommen können. Der Kulturwissenschaftler Jan Assmann, der sich, Sie kennen ihn wahrscheinlich auch als Ägyptologen, der sich intensiv mit der Zauberflöte beschäftigt hat, schreibt über dieses Werk. Was für Späße auch immer Papageno macht, im Ritual herrscht tiefer Ernst. Es geht um Leben und Tod, um höchstes Glück und tiefstes Scheitern, und vom Zuschauer wird verlangt, die Späße ebenso herzlich zu belachen, wie den Ernst in aller Tiefe zu empfinden.
Und er zieht das Fazit: Dem Zuschauer wird zugemutet eine innere Wandlung, ein Umdenken, ja eine Konversion mit zu vollziehen, der Tamino auf seinem Weg ins Innere der Wahrheit unterworfen wird. Soweit Jan Assmann. Das nächste große Musikwerk, das Edith Stein erwähnt, Fidelio, der mir immer das Höchste blieb. Ludwig van Beethoven, 1770 bis 1827, bekam von Peter Freiherr von Braun, dem damaligen Intendanten des Theaters an der Wien, den Auftrag zu einer Oper. Zunächst wollte er nach einem Libretto von Emanuel Schikaneder Vestas Feuer komponieren, dann entschied er sich jedoch, ein Werk im Stil der Rettungs- und Befreiungsopern zu schreiben. Das Libretto des Fidelio lehnt sich an Jean-Nicolas Bouillys Libretto für die Oper Léonore ou l'amour conjugal an, dem angeblich eine wahre Geschichte zugrunde liegen soll. Die Geschichte einer Madame de Touraine, die als Mann verkleidet zur Zeit der Französischen Revolution ihren Gatten aus der Gefangenschaft der Jakobiner befreit haben soll. Die Oper wurde von Beethoven mehrfach überarbeitet und die ethische Grundidee des Werkes verstärkte sich im Laufe dieser Bearbeitungen. Vom todesmutigen Einsatz für den eigenen Gatten wird die Tat Leonores schließlich überhöht zum allgemein menschlichen. Sie will den Gefangenen unter Einsatz ihres eigenen Lebens retten, wer immer er auch sei. Parallel dazu werden auch die anderen, zumeist unschuldig und aus politischen Gründen inhaftierten Gefangenen durch das Erscheinen des Ministers befreit, der gleichsam als Deus ex machina erscheint und für Recht und Gerechtigkeit sorgt. Es sucht der Bruder seine Brüder und kann er helfen, hilft er gern. Diese Überhöhung der menschlichen Liebe ins Allgemeinmenschliche muss Edith wohl durch ihr hohes Ethos besonders angesprochen haben. Nur mit den Meistersingern mache ich eine Ausnahme, schreibt Edith. Ob sie von Richard Wagners Schrift »Das Judentum in der Musik« wohl wusste? Dieser Aufsatz erschien zunächst 1850 unter dem Pseudonym K. Freigedank in der von Robert Schumann gegründeten neuen Zeitschrift für Musik, machte aber in dieser Version nicht viel Aufsehen. In diesem Aufsatz schrieb sich Wagner seine Wut gegen Giacomo Meyerbeer von der Seele, der ihn großzügig gefördert hatte. Als aber Wagner, der in Dresden inzwischen eine gesicherte Stellung erreicht hatte, Meyerbeer trotzdem erneut um ein Darlehen von 1200 Talern anbettelte, lehnte Meyerbeer berechtigterweise ab. Wagner erwähnte dieses Faktum in seinen Erinnerungen niemals, wandte sich aber ab da mit zunehmender Wut gegen seinen frühen Förderer, dessen Person, dessen jüdische Herkunft und schließlich alles Jüdische. Das Judentum in der Musik, das zunächst wie eine emotionale Entgleisung angesehen werden konnte, verfestigte sich in der zweiten Auflage zu einer Schmähschrift. 1869, fünf Jahre nach Meyerbeers Tod, veröffentlichte Wagner den Aufsatz ein zweites Mal, diesmal als eigene Broschüre und unter eigenem Namen, und dies alles unter dem Vorwand der hochverehrten Frau Marie Muchanow, geborene Nesselrode, einer Pianistin und großzügigen Gönnerin. Sie hatte den Verlust eines Wagner-Konzertes in Paris mit 10.000 Francs gedeckt. Diese Frau machte Wagner zur Widmungsträgerin des Pamphlets. Und um die Gründe für seine Abneigung gegenüber dem Judentum verständlich machen zu müssen. Das war ein Vorwand. Der Grundtenor der Schrift lautet, das Judentum verfüge über keine eigenständige künstlerische Begabung. Es könne nur nachsprechen oder nachkünsteln. Hege ein Jude Neigung zur Kunst, so sei dieser Trieb nur ein luxuriöser, unnötiger. Jüdische Künstler könnten immer nur täuschen und lügen.
Rettung könne ein Jude nur durch Erlösung, durch Selbstvernichtung erwerben. Ich zitiere Wagner. Aber bedenkt, dass nur eines eure Erlösung von dem auf euch lastenden Fluche sein kann, die Erlösung Ahasvers, der Untergang. Im Nachwort zu seiner Streitschrift greift Wagner auch Dr. Eduard Hanslick an, den Kritikerpapst des damaligen Wien, dessen Mutter Konvertitin aus dem Judentum war. Diese Thesen Wagners wurden natürlich im Dritten Reich bereitwillig übernommen. So schrieb Propagandaminister Josef Goebbels in seinen 10 Grundsätzen deutschen Musikschaffens: Judentum und deutsche Musik, das sind Gegensätze, die ihrer Natur nach in schroffstem Widerspruch zueinander stehen. Bis heute wird in Fachtagungen diskutiert, so etwa in der Tagung Wagner und das Dritte Reich zum Auftakt der Bayreuther Festspiele 1998, ob in der Gestalt des Sixtus Beckmesser aus den Meistersingern die Karikatur eines Juden zu sehen sei, und zwar die des berühmten Wiener Kritikers Eduard Hanslick, der selbst jüdischer Abstammung ein expliziter Gegner der Musik Richard Wagners war. Aber zur Ehrenrettung Hanslicks muss man sagen, nicht ideologisch, sondern stilistisch. Er konnte nicht mit. Er konnte mit der ganzen modernen Musik der damaligen Zeit nicht mit. Berlioz, Bruckner, Liszt, Wagner, das war seinem ästhetischen Empfinden zuwider. Also Klassik, Beethoven, Brahms, er hat in Brahms zum Beispiel den legitimen Nachfolger Beethovens gesehen. Ja, das war einfach ein stilistischer Parteienstreit, der im damaligen Wien besonders getobt hat. Im zweiten Entwurf zu den Meistersingern hatte Beckmesser noch den Namen Veit Hanslich. Auch überlegte Wagner, die Gestalt überhaupt Hanslick zu nennen. Sie war jedoch in großen Zügen schon angelegt, als Wagner Hanslick noch gar nicht kannte. Beckmesser wird als regeltreuer, unkreativer Mensch geschildert, der den Text seines Konkurrenten stiehlt und ihn gänzlich unpassend seiner merkwürdig gequälten Melodie aufzwingt. In dieser Melodie wurde manchmal eine Parodie auf den jüdischen Synagogalgesang gesehen. Wobei hier wohl konkret ebenso sehr auf den welschen Tant, das heißt auf italienische Belcanto-Musik, angespielt worden sein könnte. Bezeichnet ist jedoch, dass während einer Aufführung in der Wiener Hofoper jüdische Zuschauer während des Preissingens Beckmessers auf der Festwiese laut protestierten, da sie sich durch die vermeintliche Parodie auf den jüdischen Synagogalgesang verunglimpft fühlten. Zeugin hierfür ist Wagners Frau Cosima, die den Vorfall am 17. März 1870 in ihrem Tagebuch notiert. In der Musikalischen Zeitung ist ein Bericht über die Aufführung der Meistersinger in Wien. Unter anderem hatten die, sie meint die Juden, dort verbreitet, das Lied von Beckmesser sei ein altes jüdisches Lied, welches er, Richard, habe persiflieren wollen. Die Frage, ob Wagner in der Gestalt des Beckmesser, so wie übrigens auch in anderen Bühnengestalten wie etwa dem Alberich oder dem Mime im Ring, eine bewusste Karikatur eines Juden habe schaffen wollen, ist in Fachkreisen nach wie vor viel diskutiert und ungelöst. Walter Homolka, Rabbiner und Leiter des Abraham-Geiger-Kollegs an der Universität Potsdam, schrieb hinzu: Klar ist, bei Wagners Judenhass handelt es sich nicht um einen kleinen Denkunfall. Er selbst hat sein zunächst unter dem Pseudonym veröffentlichtes Pamphlet Das Judentum in der Musik angereichert und den gesammelten Schriften eingefügt. Seine Urenkelin Nike Wagner hat ihn kürzlich als miesen Charakter, Rosttäuscher und Rassisten beschrieben und gefragt, wieso jemand so wundervolle Musik schreiben konnte. Und doch finden sich unter der Schar glühender Wagnerianer von Anfang an unzählige Juden. Im Zuschauerraum wie auf der Bühne. Leonard Bernstein sagte von Wagner, er hasse ihn, aber er hasse ihn auf seinen Knien.
Der Beeindruckung durch die wundervolle Musik Wagners konnte sich auch Edith Stein im Fall der Meistersinger nicht entziehen. Sie schreibt, ich konnte mich dem Räuber nicht entziehen. Ihre Beeindruckung durch dieses Werk, das explizit die deutsche Kunst verherrlicht, zeigt uns aber die besondere Tragik des vollkommen integrierten bürgerlichen Judentums ihrer Zeit. Eine besondere Liebe hatte ich für Bach. Wir haben es vorhin schon gehört. Die Musik Johann Sebastian Bachs mit ihrer Welt der Reinheit und strenger Gesetzmäßigkeit zog Edith im Innersten an. Ja, wirkte im konkreten Fall der tiefen Depression und dem Ekel, in den Edith durch die Lektüre von Helmut Haringa gestürzt worden war, geradezu als Heilmittel. 1912 im Juni fand das durch die neue Bach-Gesellschaft veranstaltete 6. Deutsche Bachfest in Breslau statt. Auf dem Programm standen Chor- und Orchesterkonzerte, ein Kirchenkonzert, ein Kammermusikabend und ein Festgottesdienst. Im Hinblick auf die Zeit mache ich das jetzt ein bisschen kursorisch. Der Leiter dieses Bachfestes war Dr. Georg Dorn, ein ganz hochverdienter, sehr kultivierter Dirigent, Kapellmeister. Er hat während seiner Zeit in Breslau mit Größen wie Ferruccio Busoni, Wilhelm Kempf, Arthur Schnabel, Wilhelm Backhaus, Rudolf Sörkin, Wladimir Horowitz, Fritz Kreisler und Bronislav Hubermann, Eugène d'Albert und Maria Ivogün gearbeitet. Es gibt Briefwechsel mit Johannes Brahms, Gustav Mahler, Max Reger, Anton Bruckner und Hans Pfitzner. Wilhelm Furtwängler war sein Neffe zweiten Grades und wurde in seiner Jugend von ihm sehr gefördert. Ganz besonders interessiert haben dürfte Edith Stein die Auftritte von Wanda Landowska. Wanda Landowska war damals so ziemlich die berühmteste Spezialistin für alte Musik zu ihrer Zeit. Sie stammte aus einer katholischen jüdischen Familie. Sie wurde in Warschau, damals Russland, geboren. Die Eltern haben sie sehr gefördert. Beim Anblick eines Originalklaviers von Bach wurde sie wie vom Blitz getroffen und es hat sich in ihr festgesetzt, der Wunsch, das will ich auch, und sie wurde Cembalistin. Sie hat 1900 in Paris einen sehr verständnisvollen Ehemann geheiratet, der ihre künstlerischen Ambitionen unterstützt hat. Sie hat konzertiert, sie hat komponiert, sie hat Werke herausgegeben, sie war pädagogisch und musikschriftstellerisch tätig, also eine ganz tolle Frau. Sie ist auch Widmungsträgerin mehrerer Werke, zum Beispiel von Francis Poulenc und Manuel de Falla. Sie war mit Tolstoi bekannt. Besonders berühmt wurde sie dadurch, dass sie ein eigenes Konzertcembalo hat bauen lassen. Das war ein besonders verstärktes Instrument, das auch einen tragfähigen Ton in großen Konzertsälen hatte. Sie hat eine Cembalo-Klasse an der Königlichen Hochschule für Musik erhalten. In Berlin ist dann nach Paris zurückgekehrt, nach dem Tod ihres Mannes, musste emigrieren, zuerst nach Frankreich. Da hat sie beim Bildhauer Aristide Maillol gelebt eine Zeit lang. Nach der deutschen Besetzung Frankreichs musste sie auch von dort flüchten. Und es ist ihr gelungen, nach Südamerika auszureisen, dann nach Nordamerika. Sie hat bis zu ihrem Tod auf eine Entschädigung gewartet dafür, dass ihre reiche Musikalien, Musikinstrumenten und Autographensammlung verloren gegangen ist, vereinnahmt wurde. Erst jetzt, Ende des 20. Jahrhunderts, hat man begonnen zu rekonstruieren, was war überhaupt in ihrer Sammlung. Also diese selbstständige, selbstbewusste Frau, die ungefähr denselben familiären Background hatte, unglaublich kultiviert, gebildet, die auch erklärt hat bei ihren Konzerten,
Zur Verblüffung der Leute ist sie mit Klavier und Cembalo parallel, hat die Spielweisen erklärt, also hat gleichzeitig auch eine Vorlesung gehalten in ihren Konzerten. Und das dürfte Edith Stein wahrscheinlich sehr beeindruckt haben. Auch die äußere Erscheinung, das war immer ein bisschen eine Selbstinszenierung, wie sich die Landowska präsentiert hat. Wir kommen zum Schluss. Ich bin fast in der Zeit. Nach dem Tod ihres geistlichen Begleiters, Generalvikar Josef Schwind, suchte Edith nach einem neuen geistlichen Begleiter. Erich Pschiwara riet ihr, sich nach Beuron und an dessen jungen Abt zu wenden. Das war damals Erzabt Dr. Dr. Raphael Walzer, der seit 1918 die Beuroner Kongregation leitete. Bis zu ihrem Eintritt in den Kaml im Oktober 1933 hat Edith Stein Beuron 15 Mal besucht, vor allem zu Ostern und zu Weihnachten. Eine anschauliche Schilderung Beurons verdanken wir Schwester Maria Amata Neier und Andreas Uwe Müller. Mehr als 300 Mönche lebten damals dort. Viele Laienbrüder gehörten zum Konvent und unterhielten nicht nur eine große Landwirtschaft, die die Ernährung des Hauses sicherte, sondern auch Werkstätten aller Art. Unter Erzabt Walzer war Beuron damals ein geistliches Zentrum, dessen Impulse weit über den deutschsprachigen Raum bis nach Belgien, Japan und in die USA ausstrahlten. Entschuldigung. In dieses Beuron der 20er Jahre kamen so bekannte Persönlichkeiten wie Max Scheler, Martin Heidegger und Romano Guardini. Das Kloster hatte eine eigene theologisch-philosophische Hochschule. Das Vetus Latina Institut hatte Weltruf in der Erforschung der lateinischen Bibel und ihrer Versionen. Die Beuroner Kunstschule wollte den romantischen Naturalismus der christlichen Kunst überwinden und zum Denken anregen. Besonders berühmt aber war Beuron durch seinen Beitrag zur Erneuerung der Liturgie. Neben Solem und Maria Laach war es ein Zentrum der liturgischen Erneuerungsbewegung, die die aktive Teilnahme der Laien am lateinischen Priestergottesdienst forderte und so die Liturgiereform des Zweiten Vatikanischen Konzils vorbereitet hat. Anselm Schott gab ein Messbuch in deutscher Sprache heraus, mit dessen Hilfe auch die Laien dem Gottesdienst folgen, die Gebete und Lesungen sowie den geistlichen Weg der Liturgie innerlich und äußerlich mitvollziehen konnten. Im Speyerer Schülergottesdienst wurde auf Anregung Edith Steins davon Gebrauch gemacht. Wenn in den weiten Räumen der Beuroner Abteikirche die Psalmen des gregorianischen Chorals zum Lob des unnennbaren göttlichen Geheimnisses erklangen, dann konnte man im Widerhall der Stimmen, deren Klang nach oben tönte, etwas von der lebendigen Fülle des himmlischen Jerusalem erahnen. Die betende und singende Kirche, die Ecclesia Orans, wurde zu einem Gleichnis jener alles umfassenden und versöhnenden Zukunft, auf die der Glaube und die tastenden Worte der Theologie zielen, lex credendi, lex orandi, zu einem mystischen Leib, einem Himmel auf Erden, wie Edith Stein 1928 an Ingarden schrieb. Ihre Ausführungen zur eucharistischen Erziehung müssen auf diesem Hintergrund gelesen werden. Aber dieses Gotteslob mit den ihr aus dem Judentum vertrauten Psalmen war eben nur ein Gleichnis der idealen Kirche, auf das hin der dahinter zurückbleibende Alltag sich ausrichten sollte und von dem her er die Kraft zur Veränderung bekommen sollte. Bald schon fielen Edith Stein die zahlreichen Laienbrüder auf, die am Chorgebet nicht teilnehmen konnten. Sie riet deshalb dem Erzabt, auch diesen Mönchen Latein- und Gesangsunterricht erteilen zu lassen, um sie in das große Chorgebet einzubeziehen, soweit sie das selbst wünschten. Edith Stein schien es unvorstellbar, in einer Benediktinerabtei zu leben, ohne am vollen Reichtum der Liturgie mit dem gregorianischen Choral teilnehmen zu können.
Mit ihrem Vorschlag hat sie die Tradition richtig getroffen und zugleich der Zukunft vorgegriffen. Zwei getrennte Gruppen von Mönchen waren ja nicht im ursprünglichen Sinn des heiligen Benedikt. Doch erst das Zweite Vatikanische Konzil hat hier eine Veränderung im Sinne Edith Steins herbeigeführt. Soweit Maria Amata Neier. Von den Novizen in der Abtei erhielt Edith den heimlichen Spitznamen die Matutina, weil sie schon in aller Morgenfrühe in der ersten Bank am Chorgebet teilnahm. Die erwähnte Anspielung vom Himmel auf Erden in ihrem Brief an Romat Ingarden vom 13. Mai 1928 bezieht sich auf das Buch von Hermann Bahr Himmel auf Erden, ein Zwiegespräch, das im Verlag Ars Sacra kurz zuvor erschienen war. Der Autor hatte es dem schon erwähnten Malermönch Willibrord Verkade zum 25-jährigen Priesterjubiläum gewidmet. Verkade war damals Gastpater in Beuron, hatte also sicher auch Kontakt mit Edith Stein. Die Briefstelle lautet: Kar- und Ostertage war ich in Beuron und habe da in der Abtei das Urbild von Bars Himmel auf Erden gefunden. Und so schließt sich der Kreis. Das Resümee. Sie wissen ja, ich halte es im Leben mit der Kultur und in der Kunst mit der Schönheit, und in beiden suche ich so etwas wie Harmonie, hat Edith Stein in dem eingangs zitierten Brief an Roman Ingarden geschrieben. In ihrer Liebe zum gregorianischen Choral scheint Edith Stein tatsächlich in ihrer Suche nach der Harmonie an ein Ziel gekommen zu sein. Ob sie den Brief des heiligen Athanasius an Marcellinus über die Erklärung der Psalmen gekannt hat? Nach Athanasius bilden die Psalmen sozusagen das Evangelium innerhalb des Alten Testamentes. Sie sind Gebete, die Gott selbst dem Menschen auf die Lippen gelegt hat. Auf die Frage, warum man Psalmen singe bzw. singen solle, gibt Athanasius vier Begründungen. Erstens, das Lied sei eine höhere Weise des Gotteslobes. Gott lieben mit ganzem Herzen und mit allen Kräften. Zweitens, der Gesang drücke die Harmonie der Seele und ihrer Gedanken aus. Drittens, der Psalmengesang ist nicht nur Ausdruck der Seelenharmonie, sondern auch das Mittel, sie zu gewinnen. Wer in rechter Weise singt, bringt seine Seele in Einklang und führt sie gewissermaßen aus der Ungleichheit in die Gleichheit. Diese Gleichheit, griechisch Isotes, meint den ursprünglichen gottgewollten Zustand der Seele, bevor sie in die Entfremdung durch die Sünde geraten ist. Der Mensch ist ganz er selbst. Seelenkräfte und Gedanken sind in Harmonie. Und viertens, die Psalmen werden schließlich auch zur Auferbauung der Brüder und Schwestern gesungen. Und was die Schönheit betrifft, die Edith in der Kunst suchte, so finden wir bei Augustinus in seinem Buch De Musica eine Antwort. Es gäbe etwas in der menschlichen Seele, mit dem die Musik korrespondiere, oder auch nicht. Die Musik erfreut und zieht den Menschen an, weil sie die Sehnsucht der Seele nach Schönheit berührt, nach ihrer eigenen Schönheit. Was aber ist Schönheit? Fragt Marianne Schlosser, und ihr soll das Schlusswort gehören. Wenn man eine kurze Umschreibung dieses bei Augustinus zentralen Gedankens wagen darf, so könnte man sagen, Schönheit ist ein transzendentaler Begriff, der mit dem der Wahrheit zu innerst verbunden ist. Augustinus hat dies ausdrücklich für die vollendete Kirche formuliert, und zwar in einem musikalischen Bild. So werden nämlich einst die Heiligen Gottes ihre übereinstimmenden Unterscheidungen haben, keine misstönenden, so wie aus zwar verschiedenen, aber unter sich nicht gegensätzlichen Tönen der süßeste Zusammenklang entsteht. Das vollkommene Urbild solcher Schönheit,
als Zusammenklang in unübertrefflicher Einheit ist die göttliche Dreieinigkeit. Ich danke Ihnen.